Test ist wieder da. Heute in der overdressed Version. Wir kommen nämlich gerade von einem Familiengeburtstag. Und das war uns einfach wichtiger. Also schauen wir auch direkt rein. Loot Chest. Warum liegt das T-Shirt eigentlich im Home drauf? Weil es so viel mehr Platz spart. Man kann es auch noch ganz nach unten legen. Okay, das ist Stranger Things, das weiß ich auch so. Ein Dorps von, wie gesagt, Stranger Things. Ich habe die erste Folge zu drei Viertel gesehen und fand es ziemlich langweilig. Ich weiß, man muss es länger gucken, aber ich bin jemand, auch bei Büchern, wenn es nicht gleich mit einem Knall anfängt, dann reißt mich das einfach nicht mit und dann ist es so schwer für mich, das weiter zu gucken. Obwohl ich glaube, auch wenn ich die Szenen so auf Instagram sehe, da ist ja auch manchmal so ein bisschen was, dass es richtig geil ist, aber ich kann mich nicht dazu durchringen. Deswegen war die Bibel auch nie was für sie, weil die da nicht mit dem Urknall anfangen, sondern halt mit Moses. Selbst die Bibel habe ich gelesen und das sagt schon alles aus, oder? Naja, also das ist der Demogorgon. Keine Ahnung, ich kann es aber nicht aussprechen. Das ist eigentlich ganz niedlich. Ich mag die Dorps nicht von Funko. Ist halt einfach so. Sieht aber ganz cool aus. Da wird sich bestimmt irgendwer drüber freuen. Ich meine, das dekoriert ja auch jeden Haushalt. Ne? Ich meine, so wunderschön, wie das Ding aussieht. Ich finde es sogar ganz cool. Das sieht aus wie so eine böse Blume. Ist ja, wie von Super Mario, ne? Nur halt schon hässlich. Das ist wahrscheinlich auch eine böse Blume. Ich hab's ja nicht gesehen. Oh nein. Gumbo! Bubblegum! Aber es ist Watermelon. Das Watermelon! Pack du mal aus. Da liegen wieder Bücher drin. Sind das Karten? Für meinen besten Nerd. Erhält dir 20% auf deine erste Loot Chest. Le Kaugummi? Der erste, der darauf Bock hat, 20% auf die erste Loot Chest. Kauft sie euch. Vielleicht steht ihr auf Dorps und vielleicht habt ihr im Gegensatz zu mir auch Stranger Things gesehen. Aber die Loot-Test ist wirklich gut. Keine Frage. Guckt euch die anderen Videos an, falls ihr das erste Mal hier seid. Ja, er ist gut. Sie ist gut. Sie ist geil. Keine Frage. Ein Deadpool-Kalender und guckt euch einfach das Bild schon an. Ich muss mich schräg halten. Blendet. Mega cool. Keine Frage, ich liebe Deadpool. Ich habe dann letztens noch gesagt, ich will wieder mehr Deadpool-Sachen haben. Ja. Gut, dass meine Mama meine Videos nicht guckt. Die hasst das, wenn ich das mache. Zu Recht. Das Kaugummi schmeckt gut. Ja. Schmeckt nach Haselmelone. So in etwa aus. Finde ich ziemlich, ziemlich cool. Also, da habe ich auf jeden Fall nichts gegen einzuwenden. Geile Sache. Eigentlich kein Super Bowl. Eine Leseprobe. Renegades, gefährlicher Freund. Sie haben geheime Identitäten und außergewöhnliche Kräfte. Sie will Rache, er will Gerechtigkeit. Beide können alles gewinnen oder alles verlieren, aber sie dürfen sich niemals ineinander verlieben. Nova und Adrian. Ist zu klein geschrieben. Und da sind keine Bilder drin. Hier ist was Weiches drin. Ich schreie dieses Mal nicht. Egal was es ist. Ach, es ist auch nur Mickey. Ja. Kingdom Hearts Mickey. Wer meine Videos verkauft, verfolgt. Ja, wir wollen Geld haben. Der weiß, dass Kingdom Hearts mein absolutes Lieblingsspiel ist. Es geht nichts auf dieser Welt über Kingdom Hearts. Ja, ich meine, Mickey Mouse geht auch immer bei mir. Ich finde den jetzt nicht so hübsch. Er ist schon ziemlich hässlich. Ja, ich finde auch die Kleidung ist, naja. Aber an sich, wie gesagt, Kingdom Hearts, mega geil. Ich bin so hyped auf das Spiel. Ich glaube immer noch nicht, dass es erscheint. Erst wenn ich es in den Händen halte, bin ich mir sicher, dass es auch tatsächlich erschienen ist. Aber. Ach, ich muss. Oh nein. Eine Funko, eine Star Wars Funko. Kylo Ren. Gut, dass endlich aussieht wie der echte Kylo Ren. Er sieht eher so ein bisschen aus wie Severus Snape. Mit Laserschwert. Weiß auch nicht.
Ja, aber Kylo Ren ist auch fucking hässlich. Der hätte auch seine Maske niemals abnehmen dürfen. Ich habe den Film tatsächlich gesehen. Ich habe von den neuen Star Wars Teilen noch keinen gesehen. Also, ich finde die Filme ja nicht so schlecht. Aber ich bin froh, dass er nicht aussieht wie der echte Kylo Ren. Und er hat einen Star Wars Standfuß. Also nicht wie bei Funko sonst. Das ist okay. Ja. Dann bin ich jetzt einmal gespannt, welche Größe das T-Shirt hat. Ich hatte meinen Freund angewiesen, es umzu... Oh Gott, ich weiß jetzt schon, dass ich das T-Shirt liebe. Ich habe eben nur kurz gesehen und dachte so... Geil. Zum Glück ist das? Es ist Game of Thrones. Es ist Tyrion. Eine Serie, die mit einem Knall beginnt und ich deswegen auch bis zur aktuellsten Folge gesehen habe. Und es ist Man-S. Geil. Oh Gott, das ist riesig bei dem. Habt ihr auch irgendwelche Zwischengrößen zwischen Man-S und Frauen-M? Lootshats. That's what I do. I drink and I know things. Ja, das ist das, was Tyrion sagt. Und guckt euch dieses Shirt an. Es ist geil. Tyrion ist mit Bronn einer meiner Lieblingscharaktere. Und geiler geht's ja wohl nicht. Welche hätte es denn noch gegeben? Das ist auch die tatsächlich neben dem Stormtrooper. Dein Stormtrooper hätte ich noch geiler gefunden. Ja, aber das ist auch ein Charakter, den so, den du nicht kennst, aber. Ja, aber ein Stormtrooper geht immer. Nein, es hätte Poe gegeben. Poe ist so heiß, Mann. Wer zur Hölle ist Poe? Das ist der. Warum heißt der Hintern? Oh, der Mann. Der ist richtig toll. Also der sieht richtig gut aus. Das ist ein Schnittchen. Und den hätte man auch eher erkannt, ne? Aber ist okay. Die sehen alle voll so aus. Also der Mickey sieht noch fast am besten aus von den Dingern. Das stimmt. Also das sind die Figuren, die es gab. Man kann jetzt nur sagen, das T-Shirt kostet 15 Euro. Vollkommen gerechtfertigt. Funko kosten nicht immer 15 Euro, aber die meisten. Die Mickey Mouse Figur kostet 10. Der Deadpool-Kalender kostet 5. Die Leseprobe war gratis, das Kaugummi war gratis und der Drop war das Plusprodukt. Es hätte tatsächlich noch eine 11 gegeben. 11 finde ich ziemlich cool, auch wenn ich die Serie nicht gesehen habe, aber die Szenen, die ich von ihr so gesehen habe, sind halt mega cool. Sie hat ja voll die coolen Fähigkeiten. Ja, und es ist hinten natürlich auch wieder Shadowrun drin. Ne? Das hat mir ja, wer das verfolgt, erzählt, dass hier immer so... Fortsetzungen von Pen and Paper drin sind. Also von der Geschichte. Ja, ja, das war durchwachsen, würde ich sagen, diesmal. Also das T-Shirt und der Kalender sind mega cool. Also ist ja auch genau mein Beuteschema. Ja, aber das war es eigentlich auch schon, oder? Ja, Kingdom Hearts wäre halt perfekt gewesen. Ich habe mich mega über einen Artikel gefreut, nur das ist halt einfach nicht so hübsch. Es ist original Disney. Es wundert mich, dass Disney für solch ein Produkt steht. Weil es halt einfach, es ist halt nicht so gut gemacht. Den finde ich ziemlich cool. Ich finde, der sieht halt einfach mega cool aus. Und vielleicht schaffe ich es ja auch nochmal bis zu den spannenden Szenen vorzudringen in der Serie. Also, ja. Man weiß es nicht. Ja. Wir hoffen trotzdem, dass es euch gefallen hat in unserer Overdressed-Version vom Unboxing. Ja, Mann, lasst ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Video, ne? Bye!